Moin Leute, willkommen zu diesem Video. Heute für euch im Test das Bombenmix von Komet Feuerwerk. Dies ist ein kleines Knallersortiment mit Riesenknallfröschen enthalten, Riesenkanonschläge und Halbkopfknaller. Müsste auch noch ein älteres Sortiment sein. Die NEM steht hier auch nicht drauf. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal die Artikel im Einzelnen an. Wir haben hier zum einen die Riesenkanonschläge mit P2 noch drauf, also wie gesagt etwas älter. Und ja, dann öffnen wir mal die Packung von den Kanonschlägen und schauen mal rein. Ah, zwei Stück enthalten. Naja. Ich würde sagen, nichts weiteres als ein Superböller, würde ich sagen. Hier geht's richtig tief rein. Man sieht ja, ich kann den ganzen Finger reinstecken. NEM steht auch nicht drauf. Aber steinhart, außer hier hinten halt, ne? Wahnsinn. So. Dann machen wir weiter mit den Riesenknallfröschen. Auch hier keine NEM zu sehen. Und wir öffnen mal die Schachtel. Schauen mal rein. Ah ja, da haben wir sie. Fünf Stück enthalten. In so einer Tüte. Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Und dann haben wir hier noch die Blizzard-Knaller. Auch hier keine NEM-Angabe. Öffnen mal die Schachtel. Gucken mal rein. Ah, die sind in so eine Tüte verpackt. Nehmen mal einen raus hier. So sieht ein einzelner Blizzard-Knaller aus. Blau mit schwarzem Rand. Genau. Hinten. Man sieht's. Sehr weich. Aber in der Mitte, ja, in der Mitte ist er auch mega weich, lässt sich so eindrücken, wie man hier sieht. Auch vorne, da ist ja der Radkopf. Ja. Ich würde sagen, wir testen das Sortiment jetzt einfach mal und geben dem Ganzen mal eine Chance. Ich wünsche euch viel Spaß beim Test. Die Knallfrösche von Komet aus dem Sortiment. Gucken wir uns noch hüpfen. Naja, hüpfen tut er nicht, aber dafür knallt er noch. Noch einen zweiten. Naja. Weiter mit den Blizzard-Knallern von Komet. Boah, die sind noch laut. Für Reiber sind die noch laut. Ach, andersrum. Oh. Für Reiber sind die noch gut. Top-Teile. Und noch einen hier, den letzten noch. Ach, andersrum. Doch andersrum, so rum. Da will der Reibkopf wohl nicht irgendwie so richtig. Ah, jetzt aber. Zylindrische Kanonschläge aus dem von Komet. Wow. Scheiße, ein Gras. Wirklich laut sind die jetzt auch nicht. Machen wir den nächsten noch. Naja, ziemlich schlecht.